Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch mal einen Solo-Glitch, wie ihr ohne Probleme die schwarze Duffelbag in GTA 5 Online freischalten könnt. Ich muss direkt sagen, es ist die volle schwarze Duffelbag. Also wenn euch die nicht gefällt, seid ihr an der Stelle falsch. Ich werde aber dennoch suchen, ob es sowas gibt. Falls ihr auch noch sehen wollt, wie die Leere ganz einfach einmal funktioniert, wie man die bekommt, dann zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo und mit einem Kommentar, so wo drin steht, ja, wir würden gerne auch sehen, wie man die Leere bekommt. Ja, Freunde, ich werde dann gucken, dass ich da irgendwie was finde. Ich habe da auch schon eine Idee, das werde ich dann einfach ausprobieren und dann wird auch schon bald dazu ein Video kommen. Ja, was benötigt ihr? Ihr benötigt ganz einfach die Terabyte, somit auch einen Nachtclub. Die Terabyte muss so freigeschaltet sein, dass ihr Missionen über dieses, über diesen Handsensor da einmal mehr machen könnt. Ich werde euch gleich noch zeigen, worüber das ist. Also man muss die Hand drauflegen und dann wird das Menü freigeschaltet in GTA 5 Online und dann können wir dort auch Missionen machen. Wenn euch das Ganze gefällt, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann noch auf eure Mitte und Freunden, aktiviert auf korrekt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Und wichtig ist noch, in meiner Videobeschreibung sind meine Partner verlinkt und da ist auch ein Rabattcode, der heißt MUTE. Ja, ganz einfach wie mein YouTube-Name, nur ohne die Unterstrich 333. Ganz einfach MUTE, da bekommt ihr 15% Rabatt auf alles auf deren Webseite. Guckt am besten mal in die Videobeschreibung, ob euch das Ganze auch gefällt. Gleich kommt noch ein Werbeclip. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, checkt bitte die Videobeschreibung aus. Da ist ein Link, da einfach draufklicken und dann könnt ihr gerne euch mal alles angucken. Mit dem Rabattcode MUTE bekommt ihr ganz einfach 15% Rabatt auf alles. Hey du Gamer, nervt es dich auch, dass du nicht genug Geld in GTA 5 hast? Das ist aber schade. Wusstest du, dass du bei loot4games.de dir einen Moneyboost besorgen kannst? Loot4Games ist der beliebteste Anbieter in Deutschland für digitale Game-Items. www.loot4games.de. Ihr geht in GTA 5 Online rein, hier in die Terabyte und hier ist dieses Display, wo auch eure MK2 daneben steht. Ihr müsst euch als MC oder CEO registrieren. Ja, hier haben wir die Meldung MC oder CEO oder VIP, aber ich habe den CEO, deswegen registrieren wir uns erstmal als das. Ja, Freunde, dann ist jetzt so, wir gehen jetzt in die Terabyte und dann hier an dieses Menü, wo ich hier auch gerade an der Stelle einmal stehe. Wir ziehen uns dann am besten jetzt ein Outfit an. Ich habe jetzt einfach das hier genommen, wo ein Rucksack drauf ist, damit wir jetzt ganz einfach mal einen anderen Rucksack nehmen können. Der israelische Rucksack ist an der Stelle wichtig, dass wir diesen jetzt einmal benutzen. Israel-Rucksack, den müsst ihr im Waffenladen kaufen, im Ammunition. Wir drücken dann steuer kurz nach rechts, um den Touchscreen-Sensor zu benutzen und hier jetzt Zugriff zu bekommen. Dann gehen wir jetzt auf die Kundenaufträge, die sich oben links befindet. Da gehen wir einmal drauf. Haben wir das an der Stelle einmal gemacht? Ja, gucken wir dann, da sollte dann Banküberfall stehen. Ganz oben Banküberfall, das werden wir einmal an der Stelle starten. Dann bekommen wir eine kleine Einführung. Wir müssen jetzt nämlich ganz einfach, ich habe den Fehler gemacht, ich bin mit dem MK2 unterwegs gewesen, wollte jetzt schon losfahren. Aber wir müssen wieder an dieses Touchgerät. Keine Angst, die Zeit, das schafft man in unter 30 Minuten. Ich habe nicht mal 5 gebraucht. Wir müssen an dieses Touch-Screen-Gerät und ganz einfach die Kameras an der Stelle durchchecken und dann ganz normal diesen Überfall machen. Ich werde das jetzt in Schnelldurchlauf hier durchlaufen lassen, da wir am Ende der Mission noch etwas erledigen müssen. Aber ich würde jetzt sagen, guckt euch das an, genießt die Musik und ja, wir machen den ganz normalen Überfall jetzt einfach. We'll be right back.
Ja, Freunde, wir sind jetzt hier gleich am Zielort und wir fliegen mit der MK2 ganz, ganz hoch und springen kurz vor diesem Zielort einmal vom MK2 ab, so wie ich das jetzt mache, und öffnen sofort den Fallschirm. Ganz wichtig, direkt den Fallschirm öffnen. L1 und R1 gedrückt halten, damit wir gut, ja, hier drauf fliegen können. Wir fliegen direkt in den Punkt, so wie ich das mache. Macht es so, wie ich das hier an der Stelle im Video mache. Wir haben dann bestanden. Das Ganze sollte dann auch nun verschwinden. Und ich werde euch jetzt einen kleinen Trick zeigen. Wir gehen dann jetzt hier ganz einfach auf Steal und ja, machen einmal links, rechts und schon ist die Duffelbag da im CEO-Menü. Da können wir das an der Stelle einmal machen. Ja, Freunde, wir haben das Ganze an der Stelle komplett geschafft. Wir haben die Duffelbag. Ich werde euch noch zeigen, wie man diese ohne Probleme abspeichern kann in GTA 5 Online. Dafür holen wir uns am besten eine MK2 oder einen Helikopter und begeben uns zum Maskenladen. Ja, Freunde, wir holen uns unser MK2 oder Helikopter und fliegen dann ganz einfach einmal ganz weit in die Luft, damit wir gut auf dem Maskenladen drauf fliegen können. Ja, wir müssen auf jeden Fall den normalen Glitch machen. Wir öffnen dann jetzt einfach den Fallschirm, halten L1 und R1 gedrückt. Einfach L1 und R1 gedrückt halten, damit wir besser drauf fliegen können. Und dann jetzt, kurz bevor wir da drauf fliegen, jetzt einfach nur kurz nach rechts die ganze Zeit spam, 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 spam. Wirklich, bis der Charakter aufsteht. Ihr müsst jetzt ganz einfach so lange spammen, bis ihr das Menü habt, weil ihr darf den Fallschirmrucksack noch nicht ausziehen. Ihr müsst einfach weiter spammen, immer weiter spammen, Freunde. Nachdem ihr gespammt habt, sollte dann jetzt endlich das Menü oben links erscheinen. Und das hat wunderbar geklappt. Wir können das Ganze jetzt nun abspeichern mit unserer Duffelbag auf unserem Outfit, was wir haben wollen. Zieht halt vor dem Glitch unten das Outfit an, was ihr haben wollt. Und dann habt ihr auch alles richtig gemacht. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und mit einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video nur noch auf eure Bedingungen, Freunde. Und aktiviert auch korrekt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Ja, Freunde, auf jeden Fall. Das soll es auch schon von einem gewesen sein. Wir sehen uns am nächsten Video, am nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.